Ja, moinsen allerseits. Wir sind heute in Heppenheim auf der Starkenburg, die ihr jetzt noch nicht sehen könnt. Die ist nämlich irgendwo da oben. Nein, das hier soll ein Labyrinth mit Schatzsuche sein. Für extrem kleine Menschen. Achtung. Ausschalten. Dass es mal ganz kurz, ganz aus ist. Oh shit. Das gesehen. Aha. Wow, danke. Ja, super. Heilige. Toll. Du machst das toll. Die mittlere Skala müssen aber jetzt hier in der Bist du das Range. Jetzt, oder der den Ausschlag gemacht hat? Hallo, mein Name ist Andreas. Seit ich im zarten Alter von 14 Jahren ein unerklärliches Erlebnis hatte, das man nur als paranormal bezeichnen kann, hat mich dieses Thema nicht mehr losgelassen. Im Jahr 2012 war ich es dann leid, immer nur darüber zu lesen, mir Videos anderer anzuschauen oder Bilder zu analysieren. Ich entschied mich, diesen Phänomenen selbst auf den Zahn zu fühlen. Und so wurde das Team Underpapa gegründet. Begleitet von meinem Sohn Dennis, meinem guten Freund und Arbeitskollegen Daniel und meinem Schwiegersohn in Spee Patrick untersuchen wir Orte, die als hochaktive Spukorte gelten und dokumentieren dies auf Video. Wir sind nicht auf billigen Grusel oder Effekttascherei aus, sondern auf der Suche nach handfesten Beweisen. Dies sind unsere paranormalen Ermittlungen. Willkommen bei Underpapa.pe. Hallo allerseits und willkommen zurück zu Underpapa. Bevor wir mit unserem aktuellen Fall aus diesem Jahr weitermachen, haben wir noch einen kleinen Nachzügler aus dem letzten Jahr. Diesmal besuchten wir die Burgruine Starkenburg bei Heppenheim. An dieser Untersuchung waren neben mir und Dennis noch zwei Gäste beteiligt, da Daniel leider erkrankt war und Patrick zu der Zeit noch nicht wieder Mitglied des Teams war. Zum einen war dort Oliver. Hallo. War die Lampe aus. Junge. Hallo. Ein guter Freund von Dennis und Markus. Ja, erstmal hallo. Markus hatte sich über Facebook beworben und nach einigen Gesprächen und gegenseitigem Erfahrungsaustausch beschlossen wir, testweise eine gemeinsame paranormale Ermittlung zu starten. Die Burgruine Starkenburg war übrigens Markus' Vorschlag, da dies einer der Orte war, an dem er selbst eine interessante EVP einfangen konnte und zum anderen hatte er dort eine Erscheinung gesehen, die ihm aber leider nicht gelungen war, auf einem Bild einzufangen. Nachdem wir uns also die Geschichte der Burg und die ihr anhaftenden Legenden zur Gemüte geführt hatten, mehr dazu später, entschieden wir uns für diese Location und machten uns gemeinsam auf die Socken. Dann mal los. Jo, auf geht's. Doch zuerst, was gibt es denn über die Starkenburg zu wissen? Die Burgruine Starkenburg zählt zu den ältesten des westlichen Odenwaldes. Sie wurde im Jahr 1065 errichtet und steht auf einem 295 Meter hohen Schlossberg nordöstlich der Heppenheimer Altstadt. Bis ins Jahr 1680 hat die Starkenburg mehrere bauliche Veränderungen erfahren. Allerdings nach dem Abzug der kurmainzischen Garnison im Jahr 1765 begann dann auch der langsame Verfall der Burg. Der Bergfried brannte nach einem Blitzschlag 1768 komplett aus und erst im 19. Jahrhundert wurde zunächst durch ein Verbot von Mauerausbrüchen und Abfuhr von Steinen der bauliche Verfall wieder verlangsamt und seit 1877 schließlich durch Instandhaltungsarbeiten gestoppt. Das heißt im Klartext, nachdem die Burg immer mehr und mehr am Verfallen war und sich die Leute aus den Burgruinen bzw. aus der Mauer und aus den verschiedenen zerfallenen Gebäuden Steine für bauliche Maßnahmen unten in der Stadt bedient hatten, kam man irgendwann auf die Idee, das doch zu stoppen und langsam die Burg wieder aufzubauen. 1924 wurde der alte Bergfried dann wegen Einsturzgefahr endgültig gesprengt. Als Ersatz entstand dann an einer anderen Stelle im folgenden Jahr ein neuer Bergfried, der, wie gesagt, nicht mehr in der Mitte des Burghofes stand, sondern an dessen Westseite gebaut wurde. Mit in die Starkenburg wurde dann auch eine Jugendherberge gebaut, die mit 121 Betten und 5 Tagesräumen sowohl für Urlauber als auch für Seminargruppen und Jugendgruppen gute Voraussetzungen für einen angenehmen Aufenthalt in romantischer Umgebung bietet. Ja, das klingt jetzt ein bisschen nach Werbung, aber nun so ist es ja auch. Weitere interessante Fakten sind, dass diese Burg keine Wohnburg war, zur Zeit, als sie aktiv bemannt war, sondern es war eine Verteidigungsburg für das unten in der Altstadt befindliche Kloster. Angeblich soll es einen Geheimgang zwischen dem Kloster und der Burg gegeben haben, dass im Falle, wenn das Kloster angegriffen wurde, die Insassen, also Mönche, Äbte, wie auch immer, zur Starkenburg hinausflüchten konnten und dort
die stationierten Soldaten für deren Schutz sorgen konnten. Es war also eine Trutzburg und das bringt uns nämlich jetzt gleich zu den zwei großen Legenden, die sich um diese Burg drehen. Ja, wie fast überall geistert hier die Legende rum von der Weißen Frau. Ja, das kommt irgendwie einem bekannt vor. Scheinbar muss jedes Schloss in Deutschland und jede Burg eine Weiße Frau haben. Aber in diesem Fall kann es sich bei der Weißen Frau um kein Burgfräulein oder dergleichen handeln, da dort oben keine Burgfräuleins zugegen waren. Vielleicht war dort mal eine Magd beschäftigt, die für das leibliche Wohl gesorgt hat der Soldaten, man weiß es nicht. Es gibt die Theorie, dass es sich um eine Geliebte eines der Soldaten handelt, der dort oben bei einem Angriff gefallen ist. Und seitdem er dort oben verstorben ist, spukt die Weiße Frau dort oben herum, in Trauer um ihren verstorbenen Freund, Geliebten, vielleicht auch Ehemann, wer weiß. Zumindest soll man diese Erscheinung einer Weißen Frau meistens kurz nach Sonnenaufgang entlang der Burgmauer und auf den Türmen der Burg sehen können. So viel zu den Augenzeugenberichten. Allerdings müssen wir dort auch hinzufügen, die meisten Augenzeugenberichte stammen aus einer Zeit des Weinfestes in Heppenheim. Ja, Alkohol zusammen mit anderen äußerlichen Einflüssen kann auch vielleicht zur Missinterpretation führen. Außerdem darf man nicht vergessen, kurz nach Sonnenaufgang bedeutet Morgengrauen. Was haben wir dort oft? Bodennebel. Also, was ist dran? Wir werden sehen. Und von einem Geisterhund? Die zweite Legende, die sich um die Starkenburg rankt, ist die von Melampus. Melampus soll ein großer schwarzer Hund sein, der zu Lebzeiten die Burg verteidigte. Die Legende sagt so viel, dass bei einem Angriff auf die Burg die Äbte in den Geheimgang flüchteten und sich Melampus den Feinden vorm Eingang dieses Geheimganges in den Weg stellte und diesen verteidigte. Und zwar lang genug, dass die Soldaten auf der anderen Seite in Stellung gehen konnten. Melampus verlor bei dieser Verteidigung sein Leben. Seitdem soll er als großer schwarzer Hund noch immer auf dem Gelände gesehen worden sein. Scheinbar verteidigt er noch immer die Burg. Nun, an der Story könnte tatsächlich was dran sein. Im Mittelalter wurden sogenannte Kriegshunde eingesetzt. Auch auf Burgen befanden sich häufig Wachhunde. Also könnte es tatsächlich sein, dass auch auf der Burg Starkenburg durchaus ein Hund namens Melampus gelebt hatte. Und da war es so, dass die früheren Soldaten, die hier gekämpft haben, auf der Rückseite von der Burg quasi am Wegesrand verscharrt worden sind. Ja. Dann gibt es noch die Legende der Massengräber. Und zwar bei Angriffen auf die Burg sollen die gefallenen Soldaten, ob von beiden Seiten oder nur die der Angreifer, ist nicht so ganz herauszuklabustern. Allerdings sollen, wie gesagt, die gefallenen Soldaten einfach an Ort und Stelle, meistens also im Burggraben und um die Burg herum, verscharrt worden sein. Also soll es größere, unmarkierte Massengräber rund um die Burg geben. Auch das könnte durchaus möglich sein, da oft so vor allem mit Feinden verfahren wurde. Man wusste ja nicht, wohin mit den Leichen, also hat man sie einfach irgendwo verbuddelt. Hier hat man sich nicht mal die Mühe gemacht, sie weiter weg von der Burg zu bringen, sondern einfach direkt im Burggraben versenkt. Das gibt natürlich vor allem für uns sehr viel interessante Voraussetzungen für eine PE. Viel Blut und viel Tod erzeugt viel Reaktion, sagt man. Tja, dann wollen wir mal sehen, ob wir etwas herausfinden konnten und einige dieser Legenden bestätigen oder debunken können. Ein großer Vorteil an der Starkenburg ist, dass das gesamte Gelände durchgehend begehbar ist. Abgesehen von einigen Gebäuden natürlich, also einschließlich der Jugendherberge. Was eine nächtliche Untersuchung möglich machte. Lediglich wird ab 23 Uhr eine Schranke heruntergelassen, sodass man erst am nächsten Morgen sein Fahrzeug wieder vom Gelände fahren kann. Vorausgesetzt, man ist bis nach oben gefahren, was wir nicht sind. Zudem war die Schranke interessanterweise in dieser Nacht auch durchgehend geöffnet. Damit nimmt man es aber anscheinend nicht allzu ernst. Als allererstes machten wir eine Begehung bei Tageslicht, um eventuelle Hotspots festzulegen. Die Begehung führte uns den Rundweg zur Burg entlang, vorbei am Denkmal des Melampus. An verschiedenen Spielstationen im Wald. Nein, das hier soll ein Labyrinth mit Schatzsuche sein. Für extrem kleine Menschen. Ah, das hat sogar. Hey, und da ist ein Schlüssel drin. Echt jetzt? Echt jetzt? Ja. Am Burggraben und den unmarkierten Massengräbern vorbei bis an die Rückseite der Burg.
Danach führte uns der Weg zurück in den Burghof, vorbei an den Wohngebäuden der Jugendherberge, den Wehrtürmen, den Brunnen und zu guter Letzt zum neuen Bergfried. Als Hotspots legten wir den vergitterten Turm im Außenbereich der Burg, den kleinen Wachturm am äußeren Ende der Burgmauer, das Denkmal des Melampus den Burggraben und die in der Nähe sich befindliche Feuerstelle fest. Kurze Erklärung zur Wahl dieser Orte. Der vergitterte Turm im Außenbereich der Burg, dort hatte Markus seine EVP-Aufnahmen genommen. Ein leise gehauchtes Hey. Also wollten wir die Chance nutzen und schauen, ob wir dort noch mehr einfangen können. Der kleine Wachturm war der einzige Turm, der auch während der Nacht begehbar war, also hatten wir nicht viel Auswahl. Außerdem soll die weiße Frau an dieser Mauer und eben auf diesem Türmchen häufiger gesehen worden sein. Das Denkmal liegt wohl auf der Hand. Es ist zwar schwer zu glauben, dass ein Hundegeist sich um ein Denkmal seiner selbst sorgt, aber wer weiß, zumindest legten wir es trotz allem fest. Der Burggraben. Hier sollen die gefallenen Angreifer, in unmarkierten Massengräbern verscharrt worden sein. Und die Feuerstelle? An der Rückseite der Burg soll es zu den schwersten Gefechten gekommen sein. Dort ist ein abfallendes Gelände und über diesen Berg sollen die Feinde versucht haben, die Burg zu nehmen. Anders gesagt, an der Stelle fand besonders viel Blut und Tod statt. Nachdem wir alles abgelaufen hatten und einige erste Eindrücke der Location gewonnen hatten, begaben wir uns auf den kleinen Marsch zurück zum weiter unten liegenden Parkplatz und sammelten dort unsere Ausrüstung ein. Danach ging es zurück auf die Burg. Ha, wenn doch bergauf immer so easy wäre wie bergab. In solchen Momenten muss ich immer wieder daran denken, ich sollte doch etwas mehr auf mein Gewicht achten. Aber das nur am Rande. Auf halbem Weg fingen wir ein paar nette Eindrücke der Stadt Heppenheim bei Nacht ein und wurden von einem fernen Verwandten von Melampus begrüßt. Bäume filmen, da sieht man die Burg noch nicht, aber da ist sie eigentlich. Habt ihr das Bellen gehört? Da hinten. Hier ist ein Hund auf dem Gelände. Und zwar ein echter, nicht Melampus. Genau der. Außerdem waren wir auf unserem Weg zur Burg zurück anscheinend nicht ganz allein, wie diese folgenden Aufnahmen rückschließen lassen. Bevor wir nun zu den Ergebnissen kommen und sozusagen ans Eingemachte gehen, eine kleine Übersicht zuerst. Visuell haben wir kaum etwas Außergewöhnliches eingefangen. Wir haben ein paar Beispiele für natürliche Orbs. Und Matrixing aufgenommen. Das einzig wirklich interessante Bild, das ein wenig aus der Reihe tanzt, entstand am Brunnen. Wenn ihr bei diesem Bild auf den Hintergrund achtet, dann sieht es so aus, als hätte sich dort ein Gesicht manifestiert. In der nächsten Aufnahme ist es wieder verschwunden. Dass sich allerdings eine Kletterpflanze an der Mauer befand und das zweite Foto nicht ganz im gleichen Winkel aufgenommen wurde, kann man auch davon ausgehen, dass es sich hier vielleicht ebenfalls einfach nur um Matrixing handelt. Dieses Mal drehten sich unsere Fänge hauptsächlich um Audioaufnahmen. Die hatten es aber dafür auch wirklich in sich. Also, los geht's. Zuerst trafen wir an Melampus Denkmal ein. Wir untersuchten das aus Holz gefertigte Denkmal. Keine Ausschläge im EMF-Bereich, keine Anomalien auf den Videoaufnahmen oder Fotos. Auch eine EVP-Session brachte vorerst keine Ergebnisse. Ein weiterer Versuch bei einer Art Naturglockenspiel brachte ebenfalls nichts erwähnenswert. Die Dinger bewegen sich ja, ja.
Matthias, kann er diese Dinger vielleicht mal richtig heftig schwingen lassen? Mehr als jetzt. Richtig anstupsen? Na, so als ob sich weniger bewegen können. Ist da was eingraviert? Was steht denn da? Kirsche. Kirschenholz. Das gleiche gilt für das Labyrinth, das übrigens für Zwerge oder Elfen gestaltet worden sein muss. Nein, das hier soll ein Labyrinth mit Schatzsuche sein. Für extrem kleine Menschen. Ah, das hat sogar. Hey, und da ist ein Schlüssel drin. Echt jetzt? Echt jetzt? Ja. Ich will auch gucken. Mein Gott. Also, ist ja nett die Idee, aber ich finde das Labyrinth ein bisschen niedrig. Vielleicht für Mäuse. Die kann da auch drüber springen. Ja, durch diese Pfützen. Okay. Die ersten interessanten Ergebnisse erhielten wir bei einer Spiritbox-Session an einer Raststelle. Wir stellten spezifische Fragen zur weißen Frau, zur Melampus und eventuell hier gefallenen Soldaten. Auch stellten wir diese Frage diesmal in verschiedenen Sprachen und erstaunlicherweise bekamen wir auch die entsprechenden Antworten in dieser Sprache. Hallo, ist jemand hier bei uns? Kannst du uns hören? Parlez-vous français? Tu t'appelles comment? Pardon, oui? Ich habe gerade eine Gesichtserkennung. Tu t'appelles comment? Pardon, oui? Ich hatte gerade eine Gesichtserkennung. So einen großen roten ja. Kasten da. Is anybody here? Can anybody hear us? Anybody hear us? Yes. Yes. What's your name? What's your name? Can you talk to us? Can you talk to us? Can you talk to us? If you just say yes. Can you make a sound for us? Not a noise, please.
make a sound for us, a knock, a noise, please. Can you make a sound for us, a knock, a noise, please. Am Rande sei nochmal erklärt, dass die Sache mit der Spiritbox eine interessante und spannende, aber auch viel Übung erfordernde Methode ist. Ihr dürft nicht vergessen, dass jeder Sender, den die Box ankratzt, nur für eine Viertelsekunde ungefähr hörbar bleibt, bevor die Box weiterscannt. Hört man also während einer solchen Session ein und dieselbe Stimme mehrere Worte direkt hintereinander sagen, so kann man ziemlich sicher davon ausgehen, dass dies keine Moderatoren oder Sänger oder dergleichen aus dem Radio sind. Dafür müsste ein und derselbe Moderator oder Moderatorin oder eben Sänger auf allen Sendern gleichzeitig zu hören gewesen sein. Das ist höchst unwahrscheinlich. Nach Abschluss der Spiritbox-Session am Rastplatz machten wir uns weiter auf den Weg zum kleinen Wehrturm. Auf dem Weg dorthin waren wir abermals anscheinend nicht alleine, wie die folgenden Aufnahmen belegen. Über den Wachturm, oder? Der kennt den Spaß, bitte, ja. Hä? Der kennt den Spaß. Über den Wachturm, oder? Der kennt den Spaß, bitte, ja. Hä? Der kennt den Spaß. Ich wollte es nicht.